Ja, hallo liebe Zuschauer, Zuschauerinnen. Ja, es ist etwas passiert, was irgendwann mal passieren muss. Ich habe vergessen, mein Mikro aufzunehmen. Das seht ihr hier, rechts unten ist mein Konterfei und ich habe einfach bei OBS versehentlich bzw. das Häkchen nicht angemacht, damit das in der Audiospur aufgenommen wird, mein Mikrofon. Und deswegen nochmal herzlich an dieser Stelle bedanke ich mich für eure Einträge auf meinem YouTube-Kanal bezüglich eurer Neujahresgrüße und das werde ich hier verspätet hier auch noch mitmachen und mich dafür bedanken. Ja, ich befinde mich jetzt in Ashdods Keller, hätte ich beinahe gesagt. Nein, Ashdods Tempel. Ich sehe hier gerade viele Betten, 13 an der Zahl. Also soweit ich das hier zählen konnte. Ja, und dann werden wir uns noch mal ein bisschen umgucken. Oder ich gucke mich um. Für mich ist das jetzt auch echt ungewöhnlich, mich dann auch noch selber zu kommentieren. Beziehungsweise aufgrund der Tatsache, dass wirklich dieser Vopar bei mir eingetreten ist. Aber schauen wir mal weiter. Das geht hier nämlich auch noch hoch. Und da haben wir eine Bibliothek. Ohne den richtigen Schlüssel. Das habe ich mir schon gedacht, dass wir hier den richtigen Schlüssel nicht finden. Beziehungsweise nicht haben. Ja, Waffenbündel können wir mal nehmen. Ich mal. Einmal rechts nach links gucken. Ja, das ist für mich völlig neu, liebe Leute. Völlig neu. Dann gehen wir mal hier hoch. Aber ich glaube, rechte Hand ist auch noch eine Tür. Richtig. Können wir da eigentlich rein? Naja, das geht rein. Oh, das ist ein schönes, interessantes Zimmer mit Runentisch und jede Menge Klamotten. Oh, da steht einer. da habe ich mich auch da rechts unten geärgert. Und zwar ist das Radomir. Das ist der, dem wir die Rezepte besorgt haben, beziehungsweise die Kräuter. Fragen wir ihn mal. Ich grüße euch, Meister. Darf ich erfahren, wer ihr seid? Ich bin Radomir, Magier Belias und Alchemist. So kann ich bei euch Alchemie lernen. Ich könnte dir in der Tat sehr viel über Alchemie lehren. Du bist ein Magier, Belias, wie ich. Selbstverständlich bilde ich dich aus. Naja. Da gucken wir mal, was wir machen können. So viel ist ja nicht als Magier zu holen. Aber hier sind noch so viele schöne Sachen drin. Aber mal gucken, was er mir... Ich glaube... Ja. Unterrichte mich in der Kunst der Alchemie. Was er mir beibringen Gut, kann. Ich lehre dir erst die Grundlagen. Die kenne ich schon. Ja. Dann kann ich mir das wohl schenken. Ja, Rezepturen, ja, das kannst du dir schenken. Welche Rezepturen kannst du mir beibringen? Ich kenne einige. Triff deine Wahl selbst. Oh, Mana-Essenz, kosten 3 Lernpunkte. Ja gut, okay, dann fehlt mir. Andere Manas kann ich ja schon kreieren oder selbst brauen. Okay, dann schauen wir mal weiter. Gucken wir mal. Ah, das tut so weh. Hier sind so viele Klamotten, die kann ich einfach nicht... Aber da fällt mir gerade ein, ich hatte ja in der letzten Folge noch etwas gefunden bzw. gekauft, was ich in der letzten Folge nicht zu mir genommen habe. Und zwar, mach mal wieder meine Fächer auf, richtig unter Tränke, Elixier des Geistes. Das trinken wir mal und schwuppsdiwupps, haben wir es auch schon verinnerlicht. Sehr schön. Gut, die Regale werde ich nicht untersuchen, weil bestimmt ein Buch drin ist. So, wer haben wir denn hier? Und wenn ich es klauen würde, das Buch, dann kriege ich einen auf den Deckel von Radomir. Dann haben wir hier Buchkommode, da kann ich eh nicht lesen, weil wir hier in der... Das kann ich nicht lesen. Genau, Schwarzmagier, im Schwarzmagier-Tempel sind. Aber ich habe 158 Wissenspunkte. Ein Eingeweihter, wow. So, ein Belia-Kämpfer als Buddy, als Bodyguard für den Schwarzmagier, auch sehr gut. Dann haben wir hier auch noch einen Belia-Kämpfer. Ah, hier haben wir einen. Das ist der Amru. Wollen wir mal fragen. Ich grüße euch, ehrwürdiger Meister. Wer seid ihr? Ich bin Amru, Hüter des Tempels von Ashdod. Ich möchte die Schrift der Schwarzmagier lernen. So. Und ich soll es dir wohl beibringen, was?
Ja, oder könnt ihr es etwa nicht, Meister? Natürlich kann ich es. Aber nichts ist umsonst im Leben. Nur der Tod. Was verlangt ihr? Gold? Nein, ich brauche etwas anderes. Etwas viel Wertvolleres. Und du könntest es mir besorgen. Was ist es? Drachenblut. Drachenblut? Woher soll ich denn das herbekommen? Ganz einfach. Vor kurzem wurde mir gemeldet, dass sich irgendwo in einer Höhle ein Urdrache aufhält. Was ist ein Urdrache? Nicht schon wieder Drachen. Im Gegensatz zu den gewöhnlichen Drachen ähnelt ein Urdrache mehr einem Snapper. Nur, dass dieser viel größer ist. So ein Viech hat Drachenblut in seinen Adern. So ist es. Bringe mir das Drachenblut und ich werde dich in unsere Geheimnisse einweihen. Wisst ihr vielleicht, in welcher Höhle sich der Urdrache befindet? Das habe ich leider vergessen. Aber frage Sancho, den Wächter, der den Zugang nach Ashtot bewacht. Er hat mit dem Überbringer dieser Nachricht gesprochen und weiß daher, wo sich der Urdrache befindet. So, so. Da gucken wir mal ins Loggi-Boggi, denke ich mal. Ja, genau, richtig. Ich bin bei Kane. Ja, das war die falsche. Dann müssen wir ein bisschen nach oben scrollen. Richtig, Urdrache, da ist es. Amru möchte, dass ich ihm Drachenblut bringe. Erst dann wird er mir die Schrift der Schwarzmagier überbringen. Ein Urdrache hält sich zurzeit in irgendeiner Höhle auf. Der Wächter Sancho, der den Zugang zum Tal nach Ashtot bewacht, kann mir dabei helfen. Dann wollen wir mal den Schwarzmagier mal ansprechen, mal gucken, vielleicht sagt er was. Darf ich euch sprechen, ehrwürdiger Meister? Nein, ich habe keine Zeit für dich. Verschwinde. Ja, war klar. Hat was ein Grießkorn. Was mit dir? Darf ich euch sprechen, ehrwürdiger Meister? Nein, wozu auch? Wende dich an Amru, wenn du was wissen willst. Danke, Alex. Für die Insider wissen wir, wer gemeint ist. So, hier gibt's auch noch eine Tür. Gucken wir da mal rein. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Schlüssel. Ja, ich glaube, gucken wir uns mal hier diese Sitzgruppe an hier. Sieht aus wie eine Powerbank. Also wörtlich übersetzt eine Kraftsitzgruppe. Okay, Scherze von mir am Rande. Okay, jetzt suche ich nach diesem Wächter Sancho. Der war aber... ich weiß, ich habe es ja durchgespielt, beziehungsweise die Folge. Ich suche jetzt die ganze Zeit nach diesem Wächter Sancho. Wo ist der? Hier ist aber nur Hakam. Und da ist auch ein Wächter, der hat aber keinen Namen. Wo geht's denn jetzt hin? Minno. Währenddessen was macht ihr denn da oben? Al-Mansur, warum bist du in Panik hier? Renn mal hier nicht so rum. Ey! Warte mal. Okay. Vierten Mal, das kennen wir schon alle von der letzten Folge. So. Und jetzt ist er wieder ganz ruhig. Mal gucken, wo er hin will. Okay, Richtung Tür. Aha, vielleicht macht er es auf. Nee, kommt nicht weiter. Alter, dieser blöde Wächter da steht. Na. Hier, der Schirkuk. Der Schirkuh. Schirkuk. Schirkuh, okay. So, dann werden wir mal wieder den Ausgang rausgehen. Hier ist auch nur ein Tempelwächter. So, jetzt mache ich nämlich gleich einen, ich verzweifle hier noch an meiner Glaubwürdigkeit, sondern hier an meiner Orientierung. Muss mal zwischenspeichern. Und, außer rennen kann ich nicht. So, jetzt geht's gleich einen Schnitt rüber. Hoffe ich doch. Ja, ist schon anders hier, das so spontan zu kommentieren im Awesome Off. So, jetzt ist mir eingefallen, ja, wir gehen Tal zu Ashtot. Richtig. Da, wo dieser lustige Turm hier ist, dieser Stachelturm. Da müssen wir nämlich hier rein, nach Ashtot. So, das muss ich nämlich auch noch zweimal ausprobieren. Beziehungsweise zu Anfang bin ich in eine völlig falsche Richtung gelaufen und da hatte einen völlig falschen Denkansatz, bis es mir dann plötzlich wie Schuppen aus den Haaren fiel, als da oben doch zwei Wächter sind. Und darunter ist auch Sancho. Aber nicht Pancho. Die zwei Frösche, Zeichentrickfilme aus Italien, glaube ich, war das. Nee, Mexiko, richtig. Tujana Hawk Toads genannt. Ja, da ist er. Sancho! Sag mir mal was. Ja, Amru schickt mich.
Amru schickt mich. Du sollst mir sagen, wo der Urdrache zu finden ist. Der Urdrache? Natürlich, warte mal. Der Mann, der mir von ihr berichtet hatte, sagte mir, dass sich der Urdrache in einer Höhle befindet. Diese Höhle soll sich irgendwo unterhalb des Beliatorps in den Bergen befinden. Ich hoffe, das reicht. Mehr kann ich dir auch nicht darüber sagen. Ah ja. Der Wächter Sancho teilt mir mit, dass sich der Urdrache in einer Höhle unterhalb des Beliaturms befinden soll. Also anscheinend muss es genau unter dem Turm eine Höhle geben, die man auf dem darunterliegenden Bergplateau betreten kann. Ja, also, schwuppsdiwupps, gehen wir mal zum Fach. Artefakte war das, glaube ich. Nee, Magie gucken, das müsste die 9 sein. Haben wir die angelegt, die 9? Beliaturm, genau, also. 9 gedrückt. Und ab zum Beliaturm. So, jetzt stehe ich hier. Und überlege, wo gibt's denn da einen Zugang zu einer Höhle? Okay, einen kleinen weichen Übergang. Musste mal speichern. Und ja, jetzt bin ich auf die Idee gekommen, ich könnte mal jemanden fragen. Eventuell gibt es eine weitere Gesprächsoption. Wie zum Beispiel bei Merwin. Verdammt, was ist los? Nein, gibt's nix. Aber er hat eine Ware. Zeig mir deine Ware. Was kann ich denn da nehmen? Ah, ein paar Getränkchen. Ja, die kann ich mir mit 6076 Gold doch noch ein bisschen leisten. Okay, das wird dann doch zu teuer. Okay, aber die anderen, die kann ich mir mal getrost. Ich wundere mich aber gar nicht. Einhandeln. Ja, Giftpfeile, da habe ich ja tausende von jetzt mittlerweile. Okay, noch irgendwas Ulkiges, was mir hier. Nee, gibt nichts Besonderes. Roten Tränenpfeffer, ich dachte, das wäre Schwarzpulver. Schwarzpulver kann man nicht genug haben, ne? Es sei denn, man verpulvert sie nicht zu Silvester. Okay. Also, mal schauen, ob Malik irgendwie eine neue Gesprächsoption für mich hat. Muss man ja alles ausprobieren. Ja. So, schauen wir mal. Wie ist die Lage? Nee, er sitzt da und liegt aber nicht. Jetzt fallen mir ganzen Sachen ein, die ich in meinem ersten, in meiner ersten Aufnahme gesagt habe. Ja, das ist interessant. Das habe ich übrigens am gleichen Tag gemacht. Und jetzt muss ich erstmal gucken. Verdammt, das ist auch neu. Verdammt. Ja, also, auf der Suche nach der Höhle, die den Zugang zum Plateau, nein Quatsch, die den Zugang zur Höhle, also eine Höhle, die den Zugang zu dem Drachen, Urdrachen, ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich muss erstmal gucken. Ah ja, richtig, genau, richtig. Ich dachte mir irgendwie, jetzt gehst du mal in die Richtung. So an den Dings vorbei. Vielleicht ist ja hier in den Felsen irgendwie ein Loch drin, was ich über, also ein Höhleneingang. Ah, da sind sie wieder. Die muss ich auch noch platt machen irgendwann. Dass da irgendwie ein Höhleneingang ist, den ich übersehen habe. Tja, das wird nicht so einfach sein. Okay, also ich glaube, das wird hier in dem Bereich nichts werden. Mal doppelt nachgucken. Das ist hier auch nicht gut zugänglich, da geht's nicht hoch. Wir müssen aber runter, beziehungsweise ich muss runter. Okay, also nicht wundern, falls ihr später oder vorgespult habt, dass ich nicht lippensynchron bin. Ich kommentiere es aus dem Off, weil ich einen kleinen OBS-Fehler gemacht habe. Oh, ganz viele Lava-Golems. Also, ich bin hier runtergekommen. Hier, seht ihr das? Und dann befinden wir uns ja direkt unterm Belia-Turm. Und jetzt gucke ich mal, ob ich schon mal diesen Lava-Golem erledigen kann, obwohl ich nicht großartig umgezogen habe. Lass mal die richtige Position finden und dann... Oh, das geht fix. Also brauche ich diesen Knüppel da nicht mehr auszupacken, so wie ich es früher gemacht habe. Das ist von Vorteil. Gut. Aber da war ja noch einer. Da wollen wir uns mal hier dahin begeben. Zu dem zweiten Lava Golem. Ich gucke diesen Film jetzt gerade synchron, also meine Aufnahme.
So, jetzt werde ich wohl gespeichert haben. Und was will ich jetzt machen? Gucken, Rüstungen. Ach ja, hier richtig. Eine bessere Rüstung anziehen. Genau. Und zwar die Nomadenrüstung. Das ist doch viel besser. So, jetzt habe ich abgespeichert. Zack. Okay, mal gucken, ob wir den auch wieder ein bisschen hier in die Position bringen können, dass wir ihn noch einer. Dass wir ihn gegen die Wand drücken können und dann auch in Serien schlägen. Auf jeden Fall. Yo. Yo. Ah, schlechte Position. Immer ummodeln jetzt. Zack, oh, da geht aber seine Ernährungslinie da aber runter, du. Übrigens habe ich wirklich gesagt im Original, Ernährungslinie, das habe ich mir da mal gemerkt. Weil ich habe manchmal so ein paar Anwandlungen von Neuwortschöpfungen. Gut, dann gucken wir mal, wie wir den hier erledigen können. Mache ich den jetzt auch mit dem Säbel oder? Ja, Säbel ist es nicht, aber mit dem Schwert hier da. Oder ich lasse mir was anderes einfallen. Ich weiß, ich... Nee, doch nicht. Da war noch was. Siehst du, jetzt klatscht er ein. Das ist blöd. So, jetzt ist auch seine Butterbrotlinie da runtergegangen. Und er ist jetzt zerbröselt. Wie ein altes Brot. Okay. Dann haben wir wieder gespeichert. Der Qualm ist weggegangen. Und jetzt wird's richtig urstgroß. Also sehr, sehr groß. Und es geht tief hinunter. Jups. Oh, ein Riss in der Höhle. Bis runter. Okay, der fängt da an. Schauen wir mal, was wir hier haben. Aha, da geht ein Weg lang. Und? Gucken wir mal weiter. Und wir drehen uns um. Bums. Was ist da? Ein Drachensnapper. Na, super klasse. Dann gucken wir mal, ob wir den irgendwie mal ein bisschen anpieksen können. Oder anfeuern. Wollte jetzt doch eigentlich hier erstmal genau richtig. Gucken wir mal. Hier erstmal einen Sprengpfeil einladen. Und mal schauen, ob es ihn großartig beeindruckt, dem Drachen-Snapper. Oder ob ich dann wieder mit dem Schwert das Ganze erledigen muss. Ja, okay. Nicht jeder ein Schuss, ein Treffer. Okay. Oh, klasse. Mal das Schwert gezogen, ohne dass ich ausgebremst wurde. Das kommt selten vor, dass ich beim Wechsel vom Bogen auf Schwert dann doch noch weiter rennen kann. Okay, jetzt geht's erstmal ein bisschen weiter hier. Ah ja, da oben. Da oben ist einer. Könnte man ja wunderbar mit dem feinen Bogen wegdallern. Und was da vorne? Eine Felsspalte. Oh, jetzt habe ich gespeichert und den Übergang vergessen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Das kann ich ja hiermit wunderbar noch erzählen. Weil das muss man ja auch schneiden. Dann schauen wir mal, ob wir die aus der Entfernung mal... Ja, da geht das tief runter hier. Aus der Entfernung mal anbrennen können. Zip. Na, okay, bei 4 Pfeilen, 5, nein, 4, noch ein bisschen weiter vor, zack. Ah, der hat mich schon erspäht, wunderbar, und ja, da, ihr geht alle in den Tod, freiwillig, und ich habe keine Experiences, Points. Sowas Dulles, gucken wir uns mal, ja, bewegen sich nicht mehr, wir sind tot. Mist, also das Ganze nochmal. Okidoki, dann nehmen wir mal hier so ein schwarzes Erz, kauen es knusprig rum und versetzen somit hier die Drachensnapper in die Zeitlupe. Die Szene ist langsam, aber ich muss schnell handeln. Na, 450, siehst du, da sind nur 900 Experience Points in der ersten Szene sozusagen verloren gewesen. Jetzt haben wir aber nochmal die Chance, die an dieser Stelle zu eliminieren. Wunderbar, hat auch wunderbar geklappt. Jetzt geht der Dritte, hat mich jetzt erspäht, so was bekloppt es jetzt aber auch. Schaffe ich den? Moment mal, wenn ich da jetzt wieder rüberspringe, mal eben schnell was essen. Nein! Auch der ist wieder weg. Wieder 450 Points weg. Was jetzt? Okay, dann fange ich nochmal an.
Ja, ich habe nicht abgespeichert vorher. Jetzt darf ich die beiden wieder abmetzeln. Schauen wir mal, wie ich das mache. Einfach rüberspringen und die Eiswelle nehmen und versuchen, die mal alle zusammenzuführen. Ah, okay, das ist nicht so einfach. Ja, Mensch. Zack. Oh, ein Glück, der da hinten ist auch mit eingefroren worden. Also die Eiswelle hat ja doch größere Reichweite, als ich es vermutet hatte anfangs. Klutsch, klutsch, klutsch. Mach hin, mach hin. Snapper on the rocks. Okay, der ist hin. So, jetzt schnell den hier noch erledigen. Uiuiuiui. Ein Hieb noch und schlupp, kaputt. Der letzte Atemzug. Das Röcheln der Drachen-Snapper hört sich übrigens gut an. So, der letzte ist da hinten. Wie machen wir das mit dem jetzt? Ach, und da ist noch ein Lava-Golem im Hintergrund. Hm. Mach ich das jetzt auch so blöd? Naja, wer mich kennt, der kennt mich, ne? Immer schön konventionell. Also super, hyper viele Sprüche habe ich nicht. Bei Feuerball und großer Feuerball, aber für einen People da reicht das nicht oder lohnt sich das nicht. Okay, jetzt machen wir ein bisschen uns frisch. Speichern ab. Und jetzt werden wir mal mit dem Eispfeil den Lava-Golem anpieken. Mal gucken, was passiert. Denn ich möchte es nicht riskieren, dass ich mir irgendwie wieder eine einfange. Beim letzten. Ups, okay. Eispfeile hatte ich noch, glaube ich, 100. Ja, genau, 100 waren es. So, er kommt zwar auf mich zu, aber durch einen Treffer... Oh, Abstand nehmen, genau. Durch einen Treffer haut sie ihn mal wieder zurück, was ich gut finde. Also, das sieht nach Erfolg aus. Und schwupps. So zerbröselt der Keks nun mal. Oder der Golem. Okay, jetzt geht's natürlich weiter. Ja. Nicht zu holen. Mein Ultra-Kurzzeitgedächtnis. Wieder mal völlig. Das sind so Sachen, die gehen echt in Fleisch und Blut über. Die merkt man sich schon nicht mehr. Und dann irgendwie, wenn man abgelenkt ist, so, dann vergisst man schon mal das ein oder andere. Jetzt kommen hier irgendwie ganz kleine Kreaturen, wo ich mir dachte, oh, hä? Was denn jetzt? Und zwar... Gehen wir mal weiter vor und gucken. Also sie hören sich an wie Minecrawler oder auf jeden Fall Crawler. Nur verkleinert. Dachte ich mir, ist das jetzt ein Fehler? Das ist eine giftige Spinne, okay. Was? Okay. So eine Reichweite. Da ist nicht zu holen. So eine Reichweite und dann gleich... Nee. Noch mehr. Ja, ich war davon ausgegangen, so von wegen, dass ich die jetzt alle so fertig machen kann wie Fleischwanzen. Nur Fleischwanzen beißen nicht. Also rein ins Gewühl und umgefallen. So sieht das aus. Also, Sprengpfeil angelegt, Bogen genommen. Und in der Hoffnung, dass ich die dann... Ups, da rutschte der über die Spinne weg, der Pfeil. In der Hoffnung, dass man die Spinne mit einem Schuss oder die Spinnen mit einem Schuss dann eliminieren kann. Oh, noch mehr. Noch mehr. Okay. Aber was soll's. Wenn jeder Schuss sitzt, dann ist doch gut. Oh, da kommt eine... Oh, gefährlich nah. So, da man die nicht looten kann, braucht man die auch nicht looten. Und aus der Ferne habe ich dann wieder einen Drachensnapper entdeckt. Ich versuche mal einen Magiespruch. Und zwar habe ich 58, na nur 5 große Feuerstürme und 58 normale Feuerbälle. Ob das was bringt, das habe ich jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht gewusst. Da bin ich gerade am Abwägen, was bringt jetzt mehr oder einfach mal probieren, habe ich mir gedacht. Gucken wir mal, belegen wir das. Zack. Und was ich natürlich erst später kennengelernt oder gesehen habe, ist Mist. Ich habe keinen Mana aufgeladen. Nur ganz wenig. Aber
braucht ja nicht so viel. Ja, jetzt habe ich wütend gemacht. Logisch. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, das wird nichts, oder? Zwei Stück auf einmal. Nein, das kann nichts werden. Mann, oh Mann, oh Mann. Machen wir es anders. Vorsichtiger. Der ist ja schon angeschlagen. So, und jetzt kommt wieder eine Szene, wo ich denke, was ist das denn jetzt wieder? Der visiert zwar an, aber er macht wieder diesen großen, komischen Bogen. Okay, nochmal. Ab- und anlegen. Nee, da funktioniert was nicht. Sprengstoffpfeil, den hatte ich ja angenommen. Okay, da das jetzt mit dem Bogen nicht geklappt hat, warum auch immer, ziehe ich mal das Schwertchen und lass ihn mal wieder kommen. An der Stelle hatte ich auch versucht, die Musik aus- und anzumachen, aber da lief keine. So, in die Richtung am besten, damit ich dich mal ein bisschen gegen die Wand kloppen kann. Okay, ja, das ging ja noch ganz gut. So, der nächste ist ja rechts um die Ecke. Still. Da ist er. Ja, jetzt habe ich den Feuerpfeil wieder nicht an. Also. Oh, tolle Nummer. Und noch einer. Oh. Ich glaube, ich hatte das Spiel neu gestartet, weil ich da irgendwie ein Problem hatte. Manchmal gibt es Access Violations. Das könnte was werden. Aber ich weiß, es wird was. Das sieht knapp aus für mich. Ja, das ist für mich auch die erste Erfahrung. Das ist die 324. Folge. Bis jetzt sind alle toi 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 gut gegangen. Aber diesmal durch einen kleinen Fehler meinerseits. Ich habe das Mikro nicht eingeschaltet. Nicht zu holen. Obwohl es bei OBS ausgeschlagen hat. Aber es wurde nicht mit in die Spur aufgenommen. Okidoki, das sind noch zwei oder noch mehr. Die versuche ich natürlich jetzt auch mal konventionell zu erledigen. In der Hoffnung, dass er da an der Ecke hängen bleibt. Was er auch tut. Okay, sein Kopf guckt raus, aber die Pfeile wollen irgendwie immer automatisch. Ja, da fällt mir jetzt gerade ein, wo ich es sehe. So eine Art freies Zielen wäre natürlich wunderbar gewesen in so einer Situation. Kann man nämlich auf den Kopf zielen. Aber ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Fan von freiem Zielen. Weil da kann ich ja nicht mehr scouten, ne? Okay. Da es schon knapp in der Zeit ist, habe ich mir überlegt, dass wir das so machen. Dass ich da den letzten oder wenn es da hinten noch mehrere gibt. Ah, ich gucke hier auf meine Potenz, ja. 51 Lernpunkte, Stärke und so weiter. Und noch ein bisschen Experience Points packen. Ja. Drachensnappe. Und noch ein Drachensnapper. Den habe ich dann jetzt in der Szene erblickt. Und mir überlegt, ja, ich mache die beiden aus dem Off. Ist ja schon ziemlich spät da an der Zeit. Und hab dann gesagt, wenn ich dann links rum, oder ich die Handbewegung links rum gekommen bin, dann werde ich mich dann melden wieder und zu gucken, ob es da einen neuen Golem gibt. Und da gibt es einen Golem, einen Lava-Golem. Ja, auch hier eher eine Spalte und wieder einen Snapper. Ja, gucken wir nochmal. Kriegen wir den aus der Entfernung schon mal irgendwie gelockt? Nein, also drüber springen. Dann ziehen. Und noch ein Lava-Golem. Leute, für die nächste Folge wird es wieder so spannend. Oder, ne, so kämpferisch. Ja, mal passiert was, mal nix. Nein, der wollte schon ansetzen. Ich bleibe auch stur stehen hier. Super. Okay.
den haben wir jetzt hingemacht. Das war jetzt für die letzte Szene. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.